Ja, hallo, schönen guten Morgen. Hier bin ich es wieder. Gestern das Spiel Bremen gegen Schalke. Ja, 4-2 Niederlage für uns. Schade. Nach dem 1-0-Führungstreffer hatte ich erst gedacht, da könnte vielleicht jetzt was gehen, dieses Mal gegen Bremen, dass sie endlich mal wieder spielerisch Akzente setzen. Na gut, spielerisch habe ich so gehört. Also ich konnte es ja nur hören, weil den Sender Eurosport Player habe ich ja leider nicht. Ja. Habe ich gehört, soll es sich verbessert haben. Freuen tue ich mich auch darüber, dass Tedesco auf Schalke Trainer bleibt. Weil ich denke, es liegt ja auch nicht am Tedesco. Ne? Es ist. Er kann halt nur das aufstellen, was er da hat, sage ich mal. Ne? Ja, dann Embolo, 2 Tore gemacht. Ja? Ist auch von der Verletzung wieder zurück, Gott sei Dank, weil der hat der Mannschaft auch gefehlt. So einem wie Embolo, den brauchen wir. Vor allen Dingen, er ist schnell. Ne? Er ist auch einer, der Tore schießen kann. Und sowas brauchen wir in der Mannschaft. Ne? Ja, dann, ja. Stand es erst 1-0, ja, dann einige Minuten später, ja, fällt dann das 1-1 noch vor der Halbzeit. Das ist dann der Pausenstand. 1-1. Nee, warte mal, war das der Pausenstand? 1-1? Ach, weiß ich jetzt nicht mehr. Kann sein, muss auch nicht sein. Ist auch egal. Kann auch sein, dass wir da schon 2-1 zurückgelegen haben, aber ich glaube, das 1-1 war der Pausenstand. Ja, wie gesagt, da muss ich was tun und Trainer zu entlassen, so kann das ja auch nicht weitergehen, weil das Trainerkarussell, das läuft jetzt schon einige Jahre auf Schalke und ja, immer wieder einen Trainer zu entlassen nach 2 Jahren, das hat überhaupt keinen Sinn. Weil, und es liegt ja auch nicht am Trainer. Das liegt intern in der Mannschaft und da muss ich jetzt mal langsam was tun, ne? Und ich finde, der Trainer muss bleiben und soll auch bleiben. Jetzt warten wir mal ab am Dienstag gegen Manchester City. Ja, klar, rechnen wir uns da nicht viele Chancen mehr aus. Wir müssten 2-0 gewinnen, um noch weiterzukommen. Ja, wird schwierig, also. Aber egal, das tut auch nichts zur Sache. Wichtig ist dann wieder hinterher am Samstag gegen Leipzig im eigenen Stadion. Hoffentlich da mal mit zumindest einem Punkt gegen Leipzig. Was auch schon sehr, sehr schwer wird. Ne? Naja, bis dann. Tschüss. Also bis Mittwoch. Tschüss.